Bernsteinsee gleich Tutti Frutti Alden. Das ist ja tatsächlich seit Wochen das A und O. Wir hatten zuletzt noch mal ein bisschen rumprobiert und hatten ja ein bisschen auch auf Gewürzerfolg, speziell mit den Barben. Und jetzt gibt es noch mal eine andere Kombi und eine andere Mische und die testen wir jetzt. Ja, raus damit. Dragon Slayer hatte mich angeschrieben und meinte, Alden, probier mal hier, guck dir das mal an. Sieht ganz gut aus und hat auch ordentlich geliefert. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter werfen. Ja, so. Und deswegen testen wir das Ganze jetzt hier. Ich habe gerade frisch zusammengebaut, aber ich teste auch noch ein bisschen mehr. Also nicht nur die Boily-Kombi beziehungsweise ein ähnliches PVA, sondern eben auch so auch eine Kombination noch mit Gewürz. Wir hatten Anfang letzter Woche oder Anfang der Woche hatten wir hier ein bisschen rumprobiert und da ging es ganz gut ab. Speziell eben auch mit Gewürz auf Barbe. Also hier an dem Spot, ich meine, der Spot ist mehr als bekannt. In- und auswendig kennt man den, glaube ich, 83 oder hier so 84, 145, 35 Meter. Und jetzt im Test der Tintenfisch. Auch der Tintenfisch immer mal wieder ganz gut dabei. Und da sagte Dragonslayer Alden, teste mal, sieht wirklich gut aus. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wie ich die zusammengebaut habe. Genau, hier ist jetzt die simpelste Kombination, Tintenfischrot, einfach nur Mais mit Dip, mit PVA, that's it. Da ist natürlich auch direkt der erste Biss. Gucken wir mal, was da so reingeht. Wahrscheinlich erstmal nur was Kleines. Ich denke auch, dass die Futtermische vielleicht noch gar nicht so richtig wirkt. Da sind jetzt auch erst dreimal mittelgroßes PVA drin. Das braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit. Also, erster Angriff, kleiner Schubi. Aber wie gesagt, das dauert halt noch ein bisschen. Zack, nochmal raus und geht wieder schön rein auf die 35 Meter. Ich bin hier mit, wenn wir mal eben reingucken vom Setup her. Wir hatten das ja auch in dem letzten Q&A, da gab es ja nochmal extra Infos dazu, nicht zu schwere Bleie zu verwenden, weil immer, wenn man eben volles Matt in die, in den Schnurclip reinballert mit so einem 100 Gramm, 110 Gramm schweren Blei oder so, dann geht das natürlich immer zu Lasten des Sets. Von daher 50 Gramm Blei reicht auch. Und erstaunlicherweise lade ich die Ruten ähnlich weit auf. Ich habe sonst auch immer so ungefähr bis halb aufgeladen. Jetzt lade ich halt bis, ja, so 5 nach halb ungefähr auf. Und es fliegt auch die 35 Meter. Na, guck mal da, es bimmelt hier jetzt auch auf der zweiten Kombi. Und das ist die Kombi, die ich gemacht habe mit beiden Tests. Also einmal Gewürzmisch-Boily und einmal Tintenfisch Octopus-Kombi. Beide sind ein bisschen kleinere Boilies, 15er und 16er Snowman-Rig in dem Fall. Also ein auftreibender Boily dabei, hier als Pop-Up und der kleinere. Das heißt, die sind halt so ein bisschen eher an der Oberfläche oder ein bisschen höher gehen die. Ich meine, die Vorfachslänge verwende ich ja hier nur 10 cm in dem Set, beim Karpfen-Set. Das heißt, der Köder ist immer noch, also richtig hochtreiben kann der eh nicht. Er ist immer noch ganz in der Nähe hier von der Futtermische. Und zack, da geht er rein. Einmal kurz anschlagen. Und dann schön hochziehen hier, damit wir da so einen schönen nahezu rechten Winkel jetzt quasi hier haben von der Rute. Und dadurch auch die ganze Last von dem Fisch ordentlich hier reingeht in den Blank, in die Rute. Und ist es eine Barbe? Es lässt sich so relativ leicht ziehen. Es ist, glaube ich, eine Barbe, ne? Tatsache, ey. Stattliches Gerät und schön keschern. Schön im Wasser lassen und ran mit dem Kescher. Na, komm hier, Alten. 3,8. Ich kann, glaube ich, die Bremse ein bisschen hochziehen. Aber das ist auch schon mal gut. Hauptsache, die Barbe ballert rein. Halt, ein bisschen weiter. So.
Und das ist jetzt, glaube ich, auch erstmal die letzte Futtermische. Das heißt, hier baue ich jetzt gleich schon die Futtermische ab. Zack. Es fängt langsam an, das ist gut. Ich mache mal die Bremse überall so auf 20 erstmal. Es sind erstmal noch ein bisschen kleinere Brocken. Wenn hier mehr Barben reinkommt, bin ich da komplett zufrieden mit. Können gerne reingehen, die Barben. So, jetzt hier runter. Das ist jetzt hier die dritte Route, dritte Kombination, klassische Haarmontage. Also wirklich eher auf dem Grund liegend. Und hier dann mit Tintenfisch und Kräuterpellets. Doppel-16er habe ich einfach genommen. Ich wollte halt eher die etwas kleineren nehmen. Einser Haken und Gibin. Auch da bin ich gespannt, was da jetzt gleich passiert. Wenn die Futtermische erstmal so richtig wirkt. Also anscheinend geht es aber auch jetzt schon ganz gut los. Aufs PVA, also auf die Futtermische, gehen wir natürlich auch gleich nochmal ein. Mal gucken, was da geht. Alter, jetzt gleich erstmal hier die Karauschen dran, oder was? Was haben wir denn da für einen Hoppel? Eine Mini-Barbe, 400 Gramm. Oha. Na, die muss ja direkt wieder ins Wasser am besten, ne? Auch hier geht's Futtermische erstmal runter. Wobei hätte ich jetzt gerade nochmal eben zeigen können, ne? Egal, machen wir gleich. So, zack, zack, zack. Also dafür das frisch reingeworfen. Ich bin ja jetzt gerade erst hier hin. Frisch reingeworfen und halt noch gar nicht getestet. Dafür bin ich jetzt schon ganz zufrieden. Gerade war natürlich auch der Wechsel vom regnerischen Wetter jetzt eher so ein bisschen in den Sonnenschein. Es wird natürlich ein bisschen dauern. Das heißt, ich warte jetzt erstmal nochmal so 5 bis 10 Minuten ab. Und dann erwarte ich eigentlich, dass dann erst so langsam ein bisschen was losgeht. Dass jetzt sofort hier schon was wirkt. Ich denke nicht, dass das direkt irgendwie am Futter liegt. Aber tatsächlich, es bimmelt echt an allen Routen. Speziell natürlich auch da, wo die kleineren Boilies sind. Oder die kleineren Köder, wie die Maiskörner nur. Das ist schon mal nicht schlecht. Was man hier jetzt natürlich wieder merkt, ganz leicht einzuziehen. Es ist relativ... Ja, kleiner Schubi, was ist halt wieder im 3-Kilo-Bereich oder so. Es bimmelt und es bimmelt und es bimmelt. Wenn die Frequenz halt gut ist, dann passt das doch, ne? Ja, 3, gucken wir mal, was noch geht. Zack. Jo. Also, kann gerne so weitergehen. Und zack, der nächste. Abgefahren. Also, drei unterschiedliche Montagearten. Grund, klassische Haarmontage, Snowman Rig und Pop-Up Rig mit, nur mit Mais. Wie gesagt, auf dem Mais habe ich mir natürlich am meisten Frequenz erhofft. Sieht auch, glaube ich, so aus, aber gleichzeitig natürlich auch die kleinsten Brocken. Und am meisten hatte ich mir gedacht, geht vielleicht auf die größeren Boilies. Zack. Geht auch gut rein. Und die nächste auch. Ich tendiere echt damit, vielleicht mal deutlich größere Boilies ranzumachen. Vielleicht irgendwie 20 plus sogar. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Im Moment sieht es schon einfach richtig gut aus, wenn die Frequenz so bleibt. Ich wüsste momentan auch gar nicht, welches Set ich jetzt hier bevorzugen würde. Irgendwie passen gerade alle drei. Oh, hier muss ich runter machen. Irgendwie passen gerade alle drei, beziehungsweise wir gucken mal eben rein, ne? Tinte groß, genau. Tinte groß ist es. Und dann nutzen wir das mal eben. So sieht es gerade aus. Das ist das PVA oder die Futtermische, die ich verwende. Beziehungsweise Trockenmische kann man das ja, als Trockenmische kann man das ja auch ansetzen. Und dann mit der Futterrakete ausbringen. Das wäre dann eine Mische für die geschlossene Futterrakete. Weil hier eben auch viele große Pellets mit drin sind. Alles nur Pellets. Alles nur Tintenfisch-Feeds eigentlich drin, komplett mit Tintenfischsoße. Keine Basis reingeballert. Ich hoffe ja auf die etwas größeren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier nochmal zwei Varianten schreddert oder einmal ganz Boilie mit reinnimmt und einmal geschredderten Tintenfisch-Boilie wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Dann wäre es einfach noch größer von den Partikeln und dann gib ihm. 12 Stunden Haltbarkeit finde ich ganz okay. Ich hatte jetzt gegen Mitternacht das erste Mal angefüttert. Zack und raus damit. Und von daher gucken wir mal, was da jetzt noch so geht.
Ja, sieht gut aus. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier erstmal ein bisschen raus und teste mal jetzt auch gerade so die Abendstunden. Mal sehen, wie das denn aussieht hier so nach einer guten halben Stunde vielleicht. Also kurzes Fazit, wir kommen jetzt so langsam hier ja auch in die Abendstunden rein. Bisher richtig, richtig gut. Es läuft einer nach dem anderen. Wir können ja gleich mal kurz auf den Timer gucken, wie denn so das Verhältnis ist. Den holen wir nochmal schnell raus hier. Komm mal ran. So, zack. Ja, wie gesagt, einer nach dem anderen. Ich hatte jetzt hier einen 22er Boilie drauf gemacht, sinkend. Und hier noch einen 20er drauf gemacht, genau. Das ist immer noch so wie zuvor. Zack. Hier ballern allerdings auch recht kleine Brocken drauf. Es ist nur das Maiskorn. Allerdings sind hier von den kleinen eben auch einige Barben dabei. Und deswegen lasse ich das jetzt auch noch. Denn hier sind einige so 2 Kilo Barben auch mal mit drauf. Einfach nur auf dem ollen Maiskorn. Und das ist doch schon gar nicht so schlecht. Ja, gucken wir nochmal eben rein. Also der erste Brocken jetzt vor 17 Minuten. Dann hat es ja so ein bisschen vor sich hingedümpelt und dann ging es auf einmal los hier. Ihr seht schon hier 2 Stück direkt in der 11., 7., 8., 9. direkt in Folge, 6. quasi im Minutentakt, hier sogar noch mehr. Also das sieht schon ganz vernünftig aus. Die Frage ist halt jetzt, kriegen wir hier noch ein bisschen dickere Brocken zusammen? Das ist halt jetzt der Knackpunkt. Heißt also, ich hatte ja jetzt hier, wie gesagt, die größeren Boilies schon mal reingeballert. 22er, 16er Boilie. Und es gibt ja eben auch für Tintenfisch noch größere Kandidaten. Das heißt, theoretisch könnten wir hier noch dickere Boilies verwenden. Dann hat man natürlich weniger Frequenz. Aber kann man ja ruhig machen. Warum denn nicht? Bisschen weniger Frequenz. Und dafür dann vielleicht die richtig dicken Brocken? Wäre doch nicht schlecht. Also, heißt für mich, weiter abwarten, gucken, wie die Frequenz jetzt so ist. Auch mit den etwas größeren hier vorne, mit den etwas größeren Ködern sozusagen. Und dann vielleicht tatsächlich nochmal mehr ins Große gehen. Hier vielleicht Pop-up, dass wir das auch nochmal ein bisschen dicker machen oder sowas. Gucken wir mal. Oder ich gehe auch nochmal mit den Pellets irgendwie rein. Irgendwie kriegen wir dann auch mal richtig dicke Brocken drauf. Oha! Es ist mitten in der Nacht und da geht die erste Bremse. Das ist doch nett. Wobei, so ein richtiger Brocken ist es noch nicht. 22er und 16er Boilie sinkend. Klassische Haarmontage, sehr schön. Und es sind auch schon gerade Brocken reingegangen, etwas dickere, aber noch nicht ganz so dicke. Auf 30er Boilie. Zeige ich gleich nochmal, das ist die Route in der Mitte. Auch sehr schön. Ja, top. Also, da haben wir nochmal endlich einen, der so ein bisschen mehr bremst, wobei der auch noch nicht so richtig dick ist. Die richtig dicken, die ziehen auch erstmal richtig ab. Aber ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Jetzt nachts ist natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen Flaute jetzt wieder. Ich denke, dass es gleich in den Morgenstunden auch wieder losgeht. Na, guck mal da. Da habe ich übrigens umgestellt, Pop-up, auf Octopus. Doppelboilie Octopus, denn vom Pop-up gibt es keinen Tintenfisch. Deswegen Octopus, da war ich jetzt auch gespannt, geht da was drauf oder nicht? Ja, wir sehen, auch auf dem Octopus geht was. Richtig gut. So, jetzt mal langsam hier einkurbeln. Nicht zu viel Stress. Das heißt, wir machen einfach hier beim Karpfen ganz entspanntes Kurbeln. Auch hier nicht mit Shift oder sowas. Der lässt sich ja ganz normal und locker hier jetzt ziehen. Da wollen wir auch gar nicht zu viel Druck erzeugen. Da ziehen wir einfach locker durch. Ja, nice. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich bin super zufrieden von der Frequenz. Anfangs natürlich, es braucht immer so ein bisschen Zeit, bis die Brocken dann auch hier, oder bis das Futter richtig gewirkt hat und bis dann die Brocken auch rankommen. Wie gesagt, die Futtermische war ja ohne eine Basis, also extra keine Basis rein, weil die Basis eben auch in PVA oder in der Rakete dafür sorgt, dass da kleinere reinkommen können. Und das wollen wir ja nicht. Und wenn wir so weglassen können, lassen wir sie doch einfach weg, ne? So, komm ran hier, du Lümmel. Ein bisschen hier ranziehen. So, warte mal, ein Spiegel.
Das sieht doch schon wieder fast wie so ein Spiegel aus, ne? Ja, da kommt er doch an. Bisschen was trinken, bisschen mehr Power rein. So. Löbt. Und wenn er zieht, ziehen lassen. Gar nicht erst großartig dagegen. Bremse auch nicht höher ziehen. So. Und jetzt nochmal ran damit. Und jetzt schön nach oben und oben lassen. Komm ran, du Lümmel. Schön halt rein in den Blank. So soll das, ey. Na, nice. Octopus geht, die andere geht auch schon. Jetzt sehe ich hier natürlich nichts. Komm mal ran hier. So, dann mal raus mit der... Und da ist er. 16er, ja, fast 17 Kilo Spiegel. Passt doch schon. Das passt doch schon ganz gut. Ich hatte übrigens jetzt in der Nacht erst zweimal wieder PVA reingeschmissen. Und zwar hier auf der Route, genau da ist es dran. Und hier ist auch da, genau, 30er intensiver Tintenfisch drauf. Also auch das gar nicht verkehrt geht. Vielleicht mache ich Gewürz nochmal wieder weg, aber es funktioniert eben auch mit Gewürz. Ach, guck mal hier, geht direkt wieder los. Es funktioniert halt auch mit Gewürz, aber wenn da solche kleinen Dinger kommen, solche Schlingels, dann lasse ich das, glaube ich, wieder weg. Dann lasse ich das, glaube ich, doch wieder weg und ich bleibe mal nur komplett auf Tintenfisch. Und zack, weiter geht's. Ja, also es läuft. Ich bin zufrieden. Sollen wir nochmal in den Kescher reingucken? Würde Sinn machen, ne? Ich würde sagen, ich gehe gleich nochmal kurz hin. Da machen wir kurzes Kescherbild, was das so gebracht hat von der Zeit her. Und dann habt ihr da einen guten Eindruck, ob es sich lohnt oder nicht. Also, reingeschaut in den Kescher. 28 Fischis in, ja, rund, was waren das jetzt? 26 Minuten, bisschen Marschiererei. Gucken wir mal eben vom Price bis zu 23. Das ist natürlich nice. Und das Schöne sind einfach die Barben, ne? Guckt es euch an. Kleine Barben, einfach nur auf dem Maiskorn. Und ich würde ja fast schätzen, mit einer normalen Barbenmische, wenn man noch nicht so weit ist, normale Barbenmische rein und einfach das Maiskorn und die Dinger ballern bestimmt auch rein. Heißt also, wenn ihr von den vom Skill her noch nicht so weit seid, einfach hart auf die Barbe gehen. 190 Tacken ist soweit okay, 35 Minuten ist ausbaufähig. Die Anfangsphase war ein wenig mau, aber jetzt gerade auch mit den etwas größeren Boilies werden die Brocken deutlich größer. 22er machen echt guten Eindruck. 22er Boilie. Ich gehe direkt wieder zum Sport. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.